Sinnbild für technischen Triumph und menschliche Tragödie. Sie galt als unsinkbar und birgt bis heute zahlreiche Geheimnisse. Eine neue Untersuchung soll jetzt den Untergang der Titanic minutiös rekonstruieren. Mit modernster Technik und einer Tauchfahrt zu bislang unerforschten Wrackteilen. Liebe Zuschauer, willkommen. Es gibt Katastrophen, die sich ins kollektive Gedächtnis der Menschheit einbrennen. Über Grenzen und Generationen hinweg. Die Titanic war das größte und prachtvollste Schiff ihrer Zeit. Sie galt als unsinkbar und wurde benannt nach den Riesen der altgriechischen Sage. Ausdruck menschlicher Vermessenheit. Die Jungfernfahrt ging schief. Der Eisberg wurde viel zu spät erblickt. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich. Die Geschichte ist bekannt. Noch immer aber wirft das Drama Rätsel auf. Wie und wann brach die Titanic wirklich auseinander? Warum widersprachen sich die Überlebenden in ganz zentralen Punkten? Und vor allem, weshalb wurden nur so wenige gerettet? Unser Partnersender aus den USA hat weder Kosten noch Mühen gescheut, um es zu lösen. Das letzte Rätsel der Titanic. Belfast, Irland, 1909. Geburt einer Legende. In der Werft Harland und Wolff werden die größten Passagierschiffe der Welt gebaut. Die Olympic und die Titanic. 46.000 Bruttoregistertonnen, 270 Meter lang. Wahrzeichen einer ganzen Epoche. Wunderwerk der Technik sollen die Schwesterschiffe sein. Groß, schnell, unsinkbar. Für die Reederei, die White Star Line, zählt vor allem der zu erwartende Profit. Auf eine Schiffstaufe wird verzichtet. Besondere Attraktivität verspricht die ungewohnt komfortable Ausstattung. Fitnessraum, Rauchsalon, Palmenhof. Demonstrativer Luxus für die High Society des noch jungen Jahrhunderts. Dazu die Garantie völliger Sicherheit auf See. Die Nachricht vom Untergang der Titanic halten viele für eine Falschmeldung. Viele Details des Unglücks sind bis heute ungeklärt. Die Aussagen der Überlebenden widersprechen sich. Und für genaue Untersuchungen liegt das Wrack zu tief. Sicher ist, dass der Eisberg unterhalb der Wasserlinie den Rumpf aufschlitzte. Doch Ursache und Folgen sind strittig. Gab es Konstruktionsfehler? Brach das Schiff entzwei? Warum sank es am Ende so schnell? Die Antwort liegt auf dem Meeresgrund. Nach all dem Interesse an der Titanic sollte man meinen, dass die Geschichte schon zu Ende erzählt ist. Das ist aber nicht so. Jeder einzelne Tauchgang ist technisch so anspruchsvoll, dass man immer nur sehr wenige Informationen mit nach oben bringt. So much information. Ralph, what are our chances of finding? There are things down there. Es gibt da unten vieles, was noch nicht entdeckt worden ist, und vieles, was wir nicht verstehen. Die meisten Passagiere suchen eine neue Heimat. Immigrants trying to seek a new. Die Millionen Einwanderer wollten in Amerika ein neues Leben beginnen. Für sie waren diese Ozeanriesen gebaut worden. Je größer das Schiff, umso mehr Auswanderer konnte es transportieren. Without those vast numbers, ohne die enorme Nachfrage wären diese Schiffe nie gebaut worden. Es waren die Jumbos ihrer Zeit, riesige Menschentransporter. Wenn die dritte Klasse ausgebucht war, war der Erlös der zweiten und ersten Klasse reiner Gewinn. Die Atlantikroute ist ein heiß umkämpfter Markt. Die Schiffe der Reederei Cunard sind zwar schneller, aber kleiner und weniger komfortabel als die Titanic und die Olympic, die neuen Flaggschiffe der White Star Line. White Star war sehr clever. Auch die Passagiere der dritten Klasse wurden mit großem Respekt behandelt. Man aß an einem gedeckten Tisch mit weißem Tischtuch, hatte Gabel, Löffel und Messer. Das Essen wurde serviert.
Und die Menükarte war auf der Rückseite eine Postkarte. Denn sie wussten, jeder Passagier würde nach Hause schreiben und empfehlen, mit White Star zu reisen. An Bord des Forschungsschiffs Keldysh. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, Tauchern und Kameramännern ist auf dem Weg zum Wrack der Titanic. An Bord ist viel Hightech und alles verfügbare Material über die Konstruktion der Titanic. Das US-Team will in fast 4 Kilometern Tiefe eine alte Frage lösen. Waren die vergleichsweise kleinen Risse an der Außenhaut der Titanic tatsächlich die einzige Ursache für ihren Untergang? Oder gab es auch am Boden des Schiffes Schäden, wie einige Experten schon seit langem vermuten? Eisberge bilden beim Schmelzen unterhalb der Wasseroberfläche große Vorsprünge. Deshalb glaube ich, dass die Titanic auch am Kiel beschädigt wurde. Es wäre schon sehr überraschend, wenn da nichts gewesen wäre. Die wichtigsten Instrumente an Bord der Keldysh sind 2 russische Tiefsee-U-Boote. Sie heißen wie die Raumstation, Mir, Nummer 1 und Nummer 2. 1987 für die Russische Akademie der Wissenschaften gebaut, gehören sie noch heute zu den nur 6 bemannten Tauchfahrzeugen, die überhaupt bis zur Titanic vorstoßen können. 1907 wird die Titanic entworfen. Ihre Maschinen leisten 51.000 PS. Ihr Stahl ist der modernste, den es gibt. Und die Konstruktionsweise soll gewährleisten, dass sie auch nach einer Kollision über Wasser bleibt. Die Titanic war so sicher, wie ein Schiff 1912 nur sein konnte. Die wasserdichten Schotten waren modern und zweifellos von Spitzenqualität. Alles an diesem Schiff genügte damals höchsten Ansprüchen. 16 wasserdichte Schotten, vollautomatische Schutztüren, doppelter Boden. Unsinkbar? Sie galt als Zweischottschiff. Das bedeutet, wenn 2 Abteilungen vollgelaufen waren, sollte sie noch schwimmen können. Tatsächlich wäre sie sogar mit 3 oder 4 gefluteten Schotten nicht gesunken. Schiffe wie die Titanic werden zum Sinnbild einer Epoche, in der der Glaube an die Technik noch unerschüttert ist. Anything goes. Drei Tage nach dem Aufbruch aus Grönland. Der erste Tauchgang. Die russischen U-Boote haben schon über 100 Einsätze unfallfrei absolviert. Das Team ist dennoch angespannt. Ich versuchte, den Anschein von Professionalität und Ruhe zu wahren. Aber Schiffswracks sind nun mal meine ganze Leidenschaft und das war alles, woran ich jetzt denken konnte. Ich wollte nur noch sehen, wie das Wasser an die Bordwand spritzt und wir endlich nach unten gehen. Mit rund 40 Metern pro Minute sinken die U-Boote in die Tiefe. Die Männer an Bord hoffen, im Trümmerfeld des Wracks Bruchstücke der Bodenkonstruktion zu finden. Den Beweis, dass die Titanic durch den Eisberg viel stärker beschädigt wurde, als bisher angenommen. Nach mehr als 2 Stunden erreicht die erste Mir den Grund des Atlantiks. Zu den vielen Legenden, die nach der Katastrophe wuchern, trägt vor allem bei, dass die Titanic mehr als 70 Jahre unauffindbar ist. Viele träumten davon, sie zu finden. 4 Kilometer tief mitten im Atlantik. Eine immense technische Herausforderung. Aber Menschen träumen. 1985. Die Sensation. Der amerikanische Tiefseeforscher Robert Ballard und sein französischer Kollege Jean-Louis Michel entdecken das Wrack. 640 Kilometer vor Neufundland. 56 Tage lang hatte das Team schon gesucht und nichts gefunden. More stuff coming.
Und dann tauchte plötzlich dieser Kessel mit den drei charakteristischen Luken auf. Wir hatten ein Foto von so einem Kessel, der in einem Lager stand. Jeder schaute sofort, ob es der gleiche Kessel war. Es passte genau. Das ist ein Kessel der Titanic. Die ersten Unterwasserbilder der Titanic gehen um die Welt. Sie hinterlassen mehr Fragen als Antworten. Niemand hatte damit gerechnet, das Wrack in zwei Teilen zu finden. Seitdem ist umstritten, wann und wie das Schiff zerbrochen ist. Nach über zwei Stunden erreichen die beiden russischen U-Boote den Grund des Atlantiks, in den die Titanic metertief eingesunken ist. Oh, wow. Sean Ballards Expedition hatte vom starken Verfall der Titanic berichtet. Doch als endlich der legendäre Bug im Scheinwerferlicht auftaucht, ist erst einmal alles andere vergessen. Oh my God, unbelievable, unbelievable. Look at that. And is that's one of the cranes for picking up the anchors, correct? Yeah, that's it right there. Oh my God. Look at that. Look at that. Bug und Heck der Titanic liegen 800 Meter voneinander entfernt. Insgesamt bedecken die Wrackteile fast 3 Quadratkilometer. Bei der beschränkten Sichtweite der U-Boote ein enormes Areal. Der Zustand der Überreste ist tatsächlich überraschend schlecht, auch wenn noch immer viele Details erkennbar sind. Der Backbordanker. Ursprüngliches Gewicht über 7 Tonnen. Am ganzen Schiff sind bizarre korallenähnliche Wucherungen zu finden. Sie sind das Werk eisenfressender Mikroben, die neben Pilzen und dem Salzwasser dem Skelett der Titanic zusetzen. Die Ankerketten. 55 Kilo jedes einzelne Glied. Der vordere Frachtraum. Die Lukendeckel waren aus Holz. Der Fuß des vorderen Mastbaums. Seine Stahlröhre überragte das ganze Schiff. Einst in 20 Metern Höhe die Ausguckluke. Durch sie gelangten die Matrosen ins sogenannte Krähennest. Von hier aus meldete Fred Fleet: Eisberg voraus. Das Deck der Titanic. Auf der Brücke Gedenktafeln. Hinterlassen von früheren Expeditionen. Dahinter Überreste des Steuerrads. Das Holz ist schon lange aufgelöst. Aber das hydraulische Steuerungssystem aus Bronze trotzt dem Salzwasser. Ebenso das Schild der Offizierskabine. Knapp einen Kilometer südlich. Die zweite Mir ist auf der Suche nach Trümmerteilen vom Boden der Titanic. Von ihr hängen Erfolg oder Misserfolg der Expedition ab. Gut zu erkennen, der Doppelboden der Titanic.
1912 eine kostspielige Innovation für die Sicherheit des Schiffes. Zwei schwere Kolbendampfmaschinen trieben die Titanic an. So hoch wie 5 Stockwerke. Eine von insgesamt 3 Schrauben. Mit ihnen lief das Schiff stolze 21 Knoten, 39 Kilometer pro Stunde. Die Ziffernfolge 401, die Baunummer der Werft in Belfast. Von Southampton aus bricht die Titanic zu ihrer ersten Reise auf. Für den Kapitän soll die Jungfernfahrt glanzvoller Abschluss seiner Karriere sein. Edward J. Smith ist 62 und hat schon das Kommando auf dem Schwesterschiff der Olympic innegehabt. Einem Reporter sagt er: Ich kann mir keine Umstände vorstellen, die zum Untergang führen könnten. Es gibt nichts, das diesem Schiff schwere Schäden beibringen kann. Der moderne Schiffbau ist über so etwas hinaus. Fortschrittsglaube? Erfolgsdruck? Überheblichkeit? Kapitän Smith gilt in der White Star Line als besonnen und erfahren. Zu seinen Lebzeiten hatte kein großes Passagierschiff mehr einen ernsten Zwischenfall mit vielen Toten erlitten. Das hat vermutlich ein falsches Sicherheitsgefühl bei ihm bewirkt. Die Titanic ist nur zu 55% gebucht. 900 Besatzungsmitglieder kümmern sich um rund 1300 Passagiere. In der dritten Klasse reist Familie Dean. Auswanderer, die in Kansas auf ein besseres Leben hoffen. Wir waren in der dritten Klasse, im sogenannten Zwischendeck. Verwandte aus Kansas hatten meinem Vater geschrieben, es gebe in Amerika viel bessere Möglichkeiten. Er sagte gleich, da gehen wir hin. Southampton, 10. April 1912. Mittags, kurz nach 12. Zum Abschied kommen zwar nicht so viele Schaulustige wie bei der Jungfernfahrt des Schwesterschiffes Olympic im Jahr zuvor, doch auch diesmal sind es Tausende, die am Pier stehen. Nach 2 Tagen Fahrt kommt die erste Eiswarnung per Funk. Für den Kapitän und seine Offiziere kein Grund zur Aufregung. Bis zum Abend des 14. April werden sie ein halbes Dutzend Warnungen erhalten. Nichts Ungewöhnliches für die Nordatlantikroute. Das Wetter ist klar. Es liegt jetzt im Ermessen des Kapitäns, ob er die Geschwindigkeit vorsichtshalber drosselt oder nicht. Smith bleibt bei voller Fahrt, auch in der Nacht. Ermutigt von Bruce Ismay, dem Reedereibesitzer. Zwei Stunden vergebliche Suche. Keine Trümmerteile vom Kielbereich der Titanic. Ist die Stelle falsch? Oder die ganze Theorie? Dann finden die Forscher etwas, das wie ein Stück Stahl aussieht. Ein Teil der Bodenkonstruktion der Titanic? Die Männer sind elektrisiert. Haben sie endlich den ersten Beweis gefunden? Muss die alte Theorie über den Untergang des Schiffs revidiert werden? I was not crazy. This is the big boy. This is what I was thinking. Die Freude währt nur kurz. Das Wrackteil gehört nicht zum Bodenbereich der Titanic. Manche würden das als Pleite bezeichnen. Ich nicht. Jedes Mal, wenn man aus dem U-Boot schaut, hat man ein Stück mehr erforscht. Man muss eben den ganzen Boden hier absuchen, auch scheinbar leere Bereiche, um fündig zu werden. Sonntag, 14. April 1912. Das Wetter schlägt um. Neue Eiswarnungen. Jetzt auch südlich der Titanic-Route. Kapitän Smith ordnet eine Kurskorrektur nach Süden an. 10 Meilen.
wie sich später herausstellt, zu wenig, um dem ungewöhnlich großen Eisfeld zu entgehen. Am Tag sind Eisberge deutlich zu sehen. Nachts müssen die Matrosen besonders auf Wellen achten, die sich an ihnen brechen. Doch das Meer ist völlig ruhig in dieser Nacht. Neumond. Um 23.40 Uhr entdeckt Frederick Fleet vom Ausguck der Titanic aus einen Schatten. Direkt voraus. Der erste von insgesamt drei Tauchgängen geht ohne Ergebnis zu Ende. Die Stimmung an Bord der Keldysh ist gedrückt. Noch einmal wird das Videomaterial gesichtet, das die Mir von dem vermeintlichen Bodenstück der Titanic aufgezeichnet hat. Am Ende ist klar, es war ein Teil eines einfachen Küchenofens von der Titanic. Kein Bodenstück. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf dem zweiten Tauchgang. Ziel diesmal die sogenannten Bilgenkiele der Titanic, zwei flache Stahlschienen am Boden des Schiffs. Wenn das Eis hier Schäden angerichtet hat, dann muss auch einer der Kiele Spuren aufweisen. Die Zeit drängt. Das Wetter wird schlechter und der russische Kapitän will angesichts eines nahenden Tiefdruckgebiets weniger Tauchgänge gestatten als ursprünglich geplant. April 14, 1912, 23.40 Uhr. Der Ausguck der Titanic meldet, Eisberg direkt voraus. Die meisten Passagiere schlafen. Auch die Deans aus der dritten Klasse. Meine Eltern hörten ein schreckliches Geräusch. Mein Vater ging hoch, um nachzusehen. Als er zurückkam, sagte er, das Schiff ist auf einen Eisberg gelaufen. Nimm die Kinder und sofort aufs Deck. Der Ausweichversuch des ersten Offiziers William Murdoch kommt zu spät. 11 Sekunden schiebt sich der Rumpf der Titanic am Eisberg entlang. An 6 Stellen brechen die genieteten Stahlplatten auf. Die Lecks sind klein, aber verhängnisvoll. Die Berichte der Überlebenden widersprechen sich. Viele geben an, sie hätten vom Zusammenstoß kaum etwas bemerkt. Es gab 2 ausführliche Befragungen. Die Leute haben das Wasser von der Steuerbordseite kommen sehen. Sie wussten ziemlich genau, was da im Schiff vor sich gegangen war. Gab es nur diese Schäden? Die Aufzeichnungen von 1912 werfen Fragen auf, die bis heute nicht beantwortet sind. 1 Stunde und 40 Minuten nach der Kollision dringt Wasser in Kesselraum 4 ein. Nicht von der Seite, von unten. Hat der Eisberg also doch auch den Boden der Titanic aufgerissen? Kesselraum 4 war nicht von dem Schaden an Steuerbord betroffen. Das könnte darauf hindeuten, dass es weitere Schäden am Doppelboden gab. An Bord ahnt kaum jemand, dass das Schicksal der Titanic besiegelt ist. Schon in der ersten Stunde nach der Kollision laufen 25.000 Tonnen Wasser in den Rumpf. Das Schiff sackt von Minute zu Minute tiefer in den eiskalten Nordatlantik. Um 0.15 Uhr lässt Kapitän Smith SOS-Signale funken und die Rettungsboote klarmachen. Die Passagiere informiert er noch nicht. Als sie hochkamen, wurde oben gelacht. Einer sagte, hey, hier liegt Eis auf dem Deck. Die Leute warfen mit Eis. Wir sollten mitmachen. Ein anderer meinte, ich glaube, das hier ist bald vorbei. Wir können wieder ins Bett gehen. Der Vater der 9 Monate alten Milvina Dean will kein Risiko eingehen. Er packte uns in Decken und brachte uns an Deck. Das war schwierig, denn wir waren ja ganz unten und mussten nach ganz oben. Aber wir haben es irgendwie geschafft. In der ersten Klasse beginnt das Bordorchester, heitere Musik zu spielen.
Das soll Panik vermeiden. Es führt aber auch zu Sorglosigkeit. Kapitän Smith weiß längst, dass sein Schiff den nächsten Sonnenaufgang nicht erleben wird. Und er weiß auch, die Rettungsboote reichen nur für 1200 der 2200 Menschen an Bord. Dabei führt die Titanic sogar zwei Boote mehr mit sich als gesetzlich vorgeschrieben. Insgesamt 20. Wenn keine schnelle Hilfe kommt, bedeutet das für mindestens 1000 Menschen den sicheren Tod. Ein Wettlauf mit der Zeit. Und gegen die Unterschätzung der Gefahr. Viele Passagiere wollen lieber auf dem scheinbar stabilen Schiff bleiben, als in Holzbooten in die eiskalte Nacht zu rudern. Gilt das Schiff nicht als unsinkbar? Und der Kapitän als der Beste in der ganzen White Star Line? Nach der Kollision ist von Kapitän Smith nicht mehr viel zu sehen. Er litt sicher unter einem schweren Schock. Aber in seiner Position hätte er das Kommando führen und den Offizieren klare Anweisungen geben müssen. Stattdessen Chaos, als schließlich die Angst um sich greift. Des ganzen Unternehmens. 15. April 1912, 2 Uhr nachts. Viele Passagiere erreichen jetzt erst das Deck der Titanic. Inzwischen waren die meisten Rettungsboote im Wasser. Die Passagiere der dritten Klasse kamen einfach zu spät, weil sie so weit unten im Schiff untergebracht waren. Aus der dritten Klasse überleben nur 25% der Passagiere, aus der ersten 60. Die Carpathia ist das erste Schiff, das den Notruf der Titanic hört. Doch sie braucht 4 Stunden, bis sie den Unglücksort erreicht. 2 Stunden zu viel. Inzwischen steht die vordere Hälfte der Titanic komplett unter Wasser. Unter lautem Getöse hebt sich das Heck in die Höhe. Mehr als 1000 Menschen krallen sich verzweifelt am Schiff fest oder fallen ins eisige Wasser. Dann bricht die Titanic auseinander. Ob das noch über Wasser geschieht oder schon beim Sinken, ist lange umstritten. Heute steht fest, das Schiff bricht noch über Wasser in 2 Teile. Um 2.20 Uhr versinkt der letzte Teil der Titanic in den Fluten des Atlantiks. Unter den 1500 Opfern sind auch Kapitän Smith und einer der Konstrukteure des Schiffes, Thomas Andrews. Die wenigen Überlebenden, die überhaupt aus dem Wasser gezogen werden konnten, erzählten später, die Kälte hätte sich angefühlt wie 1000 Messerstiche. Nur 2 der 18 Boote rudern zurück, um Überlebende an Bord zu nehmen. Die anderen haben Angst vor denen, die im Eiswasser um ihr Leben kämpfen. Würden zu viele von ihnen nicht das eigene Boot zum Kentern bringen? Erst 40 Minuten nach dem Untergang der Titanic verstummen die letzten Schreie. An Bord der Keldysh herrscht gespanntes Warten auf Nachrichten von den beiden U-Booten. 7 Meters. Im Scheinwerferlicht am Meeresgrund sind Umrisse zu erkennen. Unklar noch, doch die Hoffnung ist groß. Right over here we got something. You see over here? Oh yeah, I see something now. Yes. Können die Forscher jetzt endlich ihren Teil zur Lösung des letzten Rätsels der Titanic beitragen? Is that part of the bilge? I don't know, John. I can't see out my port yet.
Das große Objekt vor ihnen auf den Monitoren weist deutliche Ähnlichkeit mit Bodenelementen auf, die sie vor der Expedition auf Karten und alten Fotos studiert haben. I think that is it. Yes, yes, yes. Die Crew ist aufgeregt. We're looking at the bottom of the ship. Endlich ein Treffer. Unbelievable. Yes. Yes, yes, yes. That's double. Doch ob sie auch Spuren gefunden haben, die den Untergang der Titanic tatsächlich besser erklären, wird sich erst später zeigen. We want to document this thing. Zunächst melden sie dem Mutterschiff der Keldysh, Mir 1 hat ein großes, komplettes Stück vom Doppelboden der Titanic gefunden. Eine kleine Sensation. Und die zweite Überraschung lässt nicht lange auf sich warten. Eine knappe Stunde später sichtet auch Mir 2 ein intaktes Bodenstück. Nicht weit entfernt vom ersten Fundort. Is amazing. First thing we hit is something Jenya hasn't seen before. Die Arbeit unter Wasser hat damit den gewünschten Erfolg gebracht. Jetzt folgt die spannende Phase der Auswertung. Welche Spuren finden sich an den beiden Rumpfstücken vom Boden der Titanic? Die eigentliche Suche beginnt jetzt. Die Titanic-Forscher diskutieren angestrengt und detailliert, werten die gesammelten Daten aus. Anhand der Videobilder des Tauchgangs entstehen exakte Zeichnungen der beiden Bodenstücke. Im Oktober 2005 liegen die ersten Ergebnisse vor. Eisbergspuren an den Bodenelementen finden sich nicht. Keine neuen Belege also für die Theorie zusätzlicher Lecks. Stattdessen gibt es völlig neue Erkenntnisse über die letzten Minuten der Titanic. Zusammen bilden die beiden Fundstücke ein fast 21 Meter langes Element des Doppelbodens auf Höhe des dritten Schornsteins. Genau die Stelle, an der die Titanic auseinandergebrochen ist. Bislang glaubte man, die Bruchstellen seien in unzählige kleine Stücke zerborsten und für immer verloren. Die beiden jetzt gefundenen Wrackteile aber sind weitgehend erhalten und geben preis, welche Kräfte im entscheidenden Moment auf die Titanic wirkten. Die klassische Theorie der Titanic-Forschung lautet, das Schiff brach erst kurze Zeit vor dem Untergang vollständig auseinander. Das Heck ragt um über 30 Grad in die Höhe, dann wird der Druck zu groß und die Konstruktion reißt von oben nach unten auseinander. Ein Szenario, in dem die Passagiere wissen, was ihnen bevorsteht. Der neue Fund belegt, dass es anders war. Stahl hat keinen Ruf zu verlieren. Er hat keine falschen Erinnerungen, er vergisst nie. Als wir uns die Teile ansahen, deutete alles darauf hin, dass der Winkel flacher war. Wir sind uns einig, dass das Heck abbrach, weil die Masse des Wassers und des erhobenen Hecks gegeneinander arbeiteten. Das Schiff wurde gebogen. Und wenn man eine längliche Struktur biegt, wird sie oben gestreckt und unten zusammengedrückt. Oben Spannung, unten Verdichtung. Demnach müsste ein Heck, das von einem steilen Winkel abbricht, oben klare Risse verursachen. Unten wäre die Struktur dagegen komprimiert. Tatsächlich aber sind die oberen Decks des Wracks stark zerstört und ganz offensichtlich nicht einfach auseinandergerissen. Auch die Ränder des Doppelbodens widersprechen der alten These. Sie sind sauber durchgebrochen. Wenn der Winkel beim Abbrechen so groß ist, sollte die Oberseite ziemlich sauber und glatt sein. Und das ganze Chaos sollte auf dem Boden sein. Wir sehen aber genau das Gegenteil.
Außerdem, wenn es abgelaufen wäre wie im Spielfilm, wäre alles vereinzelt. Wir hätten keinerlei Beweise, alles wäre zerquetscht. Der Knackpunkt ist, dass irgendetwas den Durchbruch verzögert hat. Die neuen Ergebnisse zeigen, dass der Bruch schon bei einem spitzeren Winkel begann. Vielleicht bei weniger als 11 Grad und sich dann in 2 Schritten vollzog. Das bedeutet, dass der Boden getrennt vom Rest gebrochen ist. Zuerst versagt der Aufbau der Titanic. Der Riss reicht bis zum Doppelboden. Nur er hält das Schiff noch zusammen. Unter der Belastung biegt sich der Stahl. Tausende Tonnen plötzlich einschießenden Wassers ziehen den Schiffskörper jetzt in der Mitte nach unten. Die oberen Decks drücken gegeneinander. Der Bug sinkt und zieht auch das Heck hinter sich in die Tiefe. Jetzt erst reißt die Verbindung zwischen Bug und Heckteil der Titanic. Die neuen Funde lösen das Rätsel, was genau in den letzten Sekunden der Titanic geschehen ist. Für die Menschen an Bord kam das schnelle Ende völlig überraschend. Das wirft ja ein völlig neues Licht auf die Sache. Es gab ja noch Hoffnung. Die Titanic schien nur sehr langsam zu sinken. Und bis zu ihrem Auseinanderbrechen sah es tatsächlich so aus, als könnte sie noch längere Zeit schwimmen. Wäre die Titanic nur 2 Stunden länger über Wasser geblieben, die große Katastrophe hätte verhindert werden können. Im Morgengrauen trifft die Carpathia ein. Ihre Besatzung berichtet später von einem großen Eisfeld und von unzähligen Leichen. Meine Mutter sagte, sie hätte nie etwas Schlimmeres gesehen als an diesem Ort. Die ganzen Menschen, die um die Rettungsboote trieben. Aufrecht, mit Rettungswesten. Die Kälte hatte keinen am Leben gelassen. Sie trieben überall um die Boote. Erfroren. Alle. Gerettet werden nur 700 Seelen von der Carpathia. An Land verbreitet sich die Falschmeldung, auch andere Schiffe hätten Überlebende an Bord. Tausende Angehörige hoffen tagelang vergeblich. Am 18. April 1912 läuft die Carpathia in New York ein. Am nächsten Morgen nimmt eine Untersuchungskommission ihre Arbeit auf. 3 Wochen später beginnen auch in London Ermittlungen. Als Konsequenz aus der Katastrophe werden die Sicherheitsstandards der bemannten Seefahrt erhöht und ein Warndienst für Eisberge eingerichtet. In den nächsten Monaten werden im Nordatlantik noch hunderte Leichen geborgen. Auf den großen Passagierschiffen müssen fortan ausreichend Rettungsboote mitgeführt werden, auch auf dem Schwesterschiff der Titanic, der Olympic. Der Fortschrittsglaube der Epoche gerät nur kurz aus dem Tritt. 1913 läuft die deutsche Imperator vom Stapel und löst die Olympic-Klasse als größte der Welt ab. Die Titanic wird durch ihren Untergang zum Mythos. Mit Fakten lässt er sich nicht erklären, eher mit Symbolkraft. Ein tragisches Unglück als Mahnung gegen menschliche Anmaßung. Das Zerstörungswerk, das 1912 mit dem Eisberg begann, werden in den Tiefen des Atlantiks Bakterien und Pilze zu Ende bringen. Der Mythos wird bleiben. Irgendwann wird sie in sich zusammenbrechen. Ein paar Teile wird es noch geben. Die wunderschönen Schrauben hinten sind aus Bronze. Sie werden bleiben. Auch das Steuerungssystem wird bleiben. Aber irgendwann wird die Titanic nur noch ein großer, rostiger Fleck sein.
Ob das Wrack bis dahin alle seine Geheimnisse preisgeben wird, ist fraglich. Es geht dabei nicht nur um die Geschichte eines nächtlichen Schiffsunglücks vor 94 Jahren. Es geht um das Beste und das Schlechteste, was die menschliche Natur zu bieten hat. Um das Streben nach Vollkommenheit, um die Solidarität im Angesicht der Gefahr und die Arroganz gegenüber der Schöpfung. Das Ende der Titanic war bei weitem nicht das schwerste Schiffsunglück der Menschheit. Beim Untergang der Wilhelm Gustloff 1945 starben mehr als viermal so viele Menschen. Doch mit der Titanic ging ein ganzes Zeitalter zu Ende. Der blinde Glaube an die Technik und die Illusion, dass alles machbar sei, sie sanken mit dem Luxusdampfer in die Tiefe. Und seitdem ist eines klar, kein Schiff auf hoher See ist wirklich unsinkbar. Bis bald und bleiben Sie uns treu.